Ich habe wunderschöne Jahre da gehabt, 6 wunderschöne Jahre. Der Verein wählt den Weg zum Ausbildungsverein für Leipzig und da brauche ich glaube ich nicht mitgehen. Ich glaube, dass das jeder Fan von Salzburg versteht. Also aus Salzburger Sicht ist da sicher gut dabei. Wir haben eigentlich immer eine gute Mannschaft und dann zack ist wieder ein Spieler in Leipzig und von dem her, ja, wenn man selber bei Leipzig spielt oder gespielt hat, dann ja, es kommt nie richtige Mannschaft zustande und wenn Leipzig ruft, dann wird der natürlich folgen dann die Spieler, weil ja, die haben meistens die ausländischen Spieler haben nicht viel mit Salzburg zu tun, die haben sich nie so richtig identifiziert, glaube ich, und von dem her ist es für sie nicht so schwer, aber für mich war das wie gesagt, überhaupt kein Thema, weil alles von Leipzig aus gesteuert wird und das finde ich ein bisschen schade. Ja, der hat nach wie vor in Salzburg das Sagen und in Leipzig und von dem her, so gut er das einmal gemacht hat in Salzburg, er hat es richtig gut aufgebaut, das muss man schon sagen, die Arbeit, was er in Salzburg geleistet hat, war richtig, richtig stark, aber jetzt lässt er alles wieder den Bach runtergehen und das finde ich schade. Ja, ich glaube, Oskar Gessier hat das gut ausgedrückt, das ist leider so. Es hätte nie so weit kommen dürfen sollen, glaube ich, dass Leipzig einfach das nehmen kann, was sie brauchen. Und ja, jetzt ist es leider offiziell so. Und von dem her, ja, muss ganz Salzburg jetzt damit leben und sicher ist es nicht gut. Ich hoffe, dass da wieder ein anderer Weg früher oder später eingeschlagen wird, aber zurzeit schaut es leider nicht so aus. Leipzig war für mich deshalb keine Adresse, weil ich aus Respekt habe, glaube ich, zu allen Salzburger Fans und allen Salzburger, dass ich gesagt habe, nein. Also jetzt werden alle hingeschoben, aber ich bin da sicher nicht dabei und von dem her war es für mich Respektsache, dass ich Leipzig abgesagt habe. Ich wollte kein Leihgeschäft mehr. Wenn es nur eine Leihgeschäft geworden wäre, dann wäre ich weiterhin bei Salzburg geblieben. Aber ja, es ist schon extrem wichtig, wenn man die Sicherheit, dass man mehrere Jahre dort ist und von dem her nicht weiß, dass man nach 3-4 Monaten schon wieder weg sein kann und nicht nur in ein Hotel leben muss, sondern man kann einmal sich dort einen Mittelpunkt, sag ich mal, machen, ein Haus zulegen oder eine Wohnung zulegen und so. Und dass man einfach mal dort eine Eingewöhnungszeit kriegt. Und von dem her finde ich das richtig gut, dass das so geklappt hat.